Wir leben Wrestling. Malakai Black ohne Freunde bei WWE. Im Undisputed Podcast von Bobby Fish sprach Malakai Black kürzlich über seine Zeit bei WWE als Aleister Black. Während seines Runs als NXT-Champion sei er so etwas wie der Auserwählte gewesen, das habe aber dazu geführt, dass er nicht viele Freunde gehabt habe. Jeder habe der Auserwählte sein wollen und Black habe viel Neid auf sich gezogen. Er habe sich dafür entschuldigt und beteuert, dass er nicht bewusst gehandelt habe, so Black. Drew McIntyre bald Heel? Drew McIntyre kehrte bei Money in the Bank zurück und konfrontierte gleich den Intercontinental Champion Gunther. Wie Dave Meltzer vom Wrestling Observer berichtet, ist geplant, McIntyre gegen Gunther um den Titel antreten zu lassen. Es sei bei WWE darüber nachgedacht worden, McIntyre als Heel zurückzubringen. Letztendlich habe man sich jedoch dagegen entschieden, um einen größeren Pop bei Money in the Bank zu erzeugen. Langfristig könnte McIntyre aber trotzdem in die Heel-Rolle rutschen, da Seth Rollins und Cody Rhodes als Faces beliebter sind als McIntyre. McIntyres WWE-Vertrag soll Anfang 2024 auslaufen. Ob er einen neuen Vertrag unterschreibt, steht noch immer nicht fest. Eigene World Championship für Collision? Andrade El Idolo meldete sich kürzlich in einem Twitter-Post zu AEW Collision zu Wort. Dabei lobte er das Roster, verriet, dass er sich sehr wohlfühle und stellte eine interessante Wendung in Aussicht. Andrade schrieb, dass er sich vorstellen könne, dass AEW einen eigenen World-Titel bekommen könnte. Den CM Punk nie offiziell verloren habe. Vince McMahon soll sich weniger in die Shows einmischen. Wie Fightful Select berichtet, haben Triple H und Nick Khan versucht, ein Meeting mit Vince McMahon abzuhalten, um ihm kreative Macht zu entziehen. Grund dafür soll gewesen sein, dass Vince immer wieder Skripte für die WWE-Shows kurzfristig ändert, was Triple H und Nick Khan nicht zu gefallen scheint. Das Meeting soll für den 26. Juni geplant gewesen sein, ist laut Fightful aber nicht zustande gekommen. Es bleibt zu erwähnen, dass Triple H und Nick Khan Vince nicht aus dem Kreativbereich zwingen können. Sie können ihn lediglich bitten, einen Schritt zurückzutreten.